Zukunft braucht Herkunft. Mit diesen nachdenklichen Worten begrüßt Oberbürgermeister Stefan Czostok seine Gäste. In seiner Neujahrsrede mahnt er unter anderem zur Solidarität in der Flüchtlingskrise. Außerdem gibt der Verwaltungschef einen Ausblick auf die Highlights des Jahres. 775 Jahre Geburtstag unserer Stadt Hannover. 1700 Besucher hören die Ansprache. Viele der Zuhörer sind jedoch nicht Politiker oder Ehrengäste, sondern Hannoveraner Bürger. Ursprünglich war ja diese Form des Neujahrsempfangs mal ein Pilotprojekt. Also wir wussten gar nicht, dass wir das dauerhaft so pflegen wollen. Aber es kam beim ersten Mal so gut an, dass wir es jetzt fortsetzen und immer wieder machen. Und ich finde es sehr schön, dass es nicht nachlässt. An diesem besonderen Abend können Neugierige einmal hinter die sonst verschlossenen Türen im Rathaus blicken. Damit sich die Besucher willkommen und wohlfühlen, wurde viel getan. Diese lockere Atmosphäre hat eine besondere Wirkung. Die Berührungsangst wird aufgehoben durch diesen Kontakt hier im Haus, diese offenen Türen, das Gespräch mit dem Dezernenten. Ach, der ist ja auch ein ganz normaler Mensch. Also das sind dann schon so Erfahrungen, die man an so einem Tag machen kann, die auch, glaube ich, motivieren, in Zukunft mehr auf die Politik vielleicht zuzugehen. Erste Schritte werden bereits gemacht. An den Ständen der Ratsfraktionen wird sich über Programme informiert. Im Ratssaal stehen die Fraktionsvorsitzenden Rede und Antwort. Und auch die Bürgermeisterin und die Dezernenten werden in Gespräche verwickelt. Die Veranstaltung kommt bei den Besuchern an. Man kommt eigentlich nicht mehr ganz nah an Politiker oder an die Arbeit der Politiker so ran. Und von daher finde ich das ganz toll, dass man hier die Gelegenheit hat, einfach mal ja, die Nähe auch mitzubekommen. So, ne? Also finde ich gut. Aber nicht nur die Besucher wünschen sich mehr Einblicke in die Arbeit der Politiker. Sondern auch andersherum erhoffen sich die Politiker an diesem Abend etwas von ihren Gästen. Anregungen nochmal zu dem Thema auch jetzt, wir machen ja speziell an unserem Tisch City of Music, nochmal Impulse auch von Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir müssen ja sowieso nie als Verwaltung alles alleine erfinden, das wäre völlig falsch, weil ich sag mal so, Politiker sind ja nicht für sich selbst da, sondern sie sind ja für die Einwohner und Einwohner von Hannover da in dem Fall. Und von daher gesehen müssten wir sowas viel öfter machen. Der Neujahrsempfang zeigt, wie wichtig es ist, dass Bürger und Politiker aufeinander zugehen. So können die Aufgaben, die 2016 auf die Stadt zukommen, gemeistert und die vielen Veranstaltungen zusammen genossen werden.